Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Jurassic Park. Und ja, meine lieben Freunde, ich leide halt noch unter dem Verlust meiner Aufnahmen ein bisschen. Ich hoffe heute, dass ich tatsächlich wieder zu dem alten Punkt zurückkommen kann. Und ab dem nächsten Part ohne nervige Unterbrechungen, wo man aus den Kapiteln wieder muss. Rausgeschoben wird, rausgeschossen wird und ja, dass man ab dem nächsten Part wieder echt geil einen Strich durch hat und irgendwie klingt das wieder komplett falsch. Ja, im letzten Part haben wir das Rettungsteam kurz begleitet. Und ja, die Hardings sind auch im Dschungel unterwegs und vergessen und verloren. Und dementsprechend, ja, wollen wir heute dort fortsetzen, wo wir hier aufgehört haben. Ups. Auf zum Ladebildschirm. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch Hallo? Vielleicht sehen, Hallo? Wenn Sie... Was ist passiert? Waren Sie das? War das die Hardings? Ja, das Mädchen. Hat sich nicht gut angehört. Das Mädchen meinte, Sie sind nach Norden unterwegs. Also fliegen wir in die Richtung und schauen, was wir finden. Keine Ahnung, Yoda. Vielleicht war das Mädchen im Schockzustand. Ich hab mal eine Studie gelesen. Tu mir einen Gefallen und halt die Klappe. Flieg einfach nach Norden. Gut festhalten, Leute. Das ist es! Siehst du was, Oscar? Kommt mir bekannt vor. Ach ja? Wann warst du denn da? Lange vor deiner Zeit. Keine Spur von ihnen hier. Keine Spur von ihnen, nur Bäume. Mädchen irgendwas von einer Klippe gesagt? Nein, aber sie meinte, sie wäre nach Norden unterwegs. Vielleicht sind sie auf dem Weg zur Küste. Da vorne ist Rauch. Rauch? Glaubst du, sie geben uns Zeichen? Ich dachte, wir hätten es mit einer Geiselnahme zu tun. Was war das? In diese Richtung! Helikopter! Warum zum Teufel sollten Sie das tun? Tut mir leid, Konstantin. Ich muss mal kurz übernehmen. Oscar, die Pferde ist bewusstlos. Oscar! Hier, Lord. Kannst du die Kiste landen? Ja, Landeplätze sind was für Anfänger. Okay, jetzt komm schon. Ruhig, Blut. Stich. Das nennst du landen? Verdammt, Billy! Wo sind wir? Wieder am Boden. Oh Mann! Engine wird stocksauer sein, wenn sie die Rechnung hierfür bekommen. Hätten halt eine Pterodactylus-Versicherung abschließen sollen. Versichern. Was?
Kannst du das reparieren? Klar. Gib mir einen Monat. Du hast eine Stunde. Das Tape im Überlebenskit. Machen wir mal weiter. Der Dschungel hier ist irgendwie anders. Anders als wo? Für mich sehen alle Dschungel irgendwie gleich aus. Hey, erinnerst du dich? Hey, warte mal. Ich glaube, ich habe was gehört. Vielleicht unsere Überlebenden. Kann sein. Aber die Stelle, an der du das Feuer gesehen hast, ist noch ziemlich weit weg. Außerdem höre ich jetzt nichts mehr. Los, weiter geht's. Ich rieche Rauch. Schau dir das an. Sie sind in der Nähe. Los! Warte. Könnte gefährlich sein. Weiß ich. Dafür habe ich ja die hier. Oskar, ganz klare Anzeichen für ein Lager. Sie waren hier. Müssen nur die Fährte aufnehmen. Hier ist Blut. Das wird ja immer besser. Keine abgeknickten Zweige. Wenn sie hier entlang kamen, haben sie keine Spur hinterlassen. Hier sind ein paar frische Spuren, Oskar. Ich tippe auf Saurier. Oh Mann. Das wird bei Mama aber gar nicht gut ankommen. Okay. Nom 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 nom. Alles okay? Oskar, Gott sei Dank. Dachte schon, mit mir sei's aus. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Was ist das überhaupt für ein Viech? Was es auch ist, ich mache es alle. Hey, hey, beruhig dich, Rosa. Es ist vorbei, vorbei. Lass es gut sein. Schau's dir doch an, du hast gewonnen. Es ist keine Gefahr mehr. Hey, danke. Also, ich habe überall geschaut. Konnte nicht die Spur einer Fährte finden. Da lang. Yay, das heißt, wir haben hier aktuell genau das erklärt, was wir jetzt haben. So.
heißt, ich kann hier regulär ab jetzt das Spiel laden? Ihnen ist schon klar, dass wir direkt auf den Rand einer Klippe zulaufen. Hier geht's nirgendwo runter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was wohl mindestens einen halben Tag dauern wird. Es gibt einen alten Ziegenpfad, den wir nehmen können. So. Was ist das denn? Wow, warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad? Nächste Mal. Naja, diese Achterbahnen sind noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Du solltest dich nicht zu früh freuen. Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hören Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten, wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Wir fahren damit? Der Hebel hier. Sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist der Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen. Wenn ich Strom hätte, könnte ich die Achterbahn von hier oben aus vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Er stellt die Schienen um, genauso wie der Notfallhebel. So können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Schalten Sie den Strom ein. Wir fahren also? Ja, es wird langsam dunkel. Wir können den Weg nicht zurückgehen. Und es klingt, als machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg, aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hierbleiben. Hören Sie, wenn wir es leben bis zur Küste schaffen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Verstanden? Und du kommst mit mir mit. Wir schaffen ein paar Wagen auf die Schiene. Hier, du bleibst beim Hebel und hilfst mir, die Wagen auf die Schiene zu bekommen. Hey, Dad! Wofür sind diese Wagen? Die haben gar keine Sitze. Ich schätze, das sind Förderwagen. Wir müssen sie von der Schiene schaffen. Und Wagen zum Sitzen draufheben. Tja, aber zuerst brauchen wir doch irgendwo Strom. Ich liebe es, wenn Dinge gleich mal funktionieren. Okay, das hier sind die Hauptschalter für die Achterbahn. Von hier aus sollte ich den Wartungsmodus einschalten können. Wir haben noch keinen Strom. Wir können nicht weitermachen, bis er wieder da ist. Hey, der Kran scheint zu funktionieren. Gut, dann benutzen Sie ihn. Versuch nur zu helfen. Halten Sie das Ding bloß fern von mir. Okay, tut mir leid. Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, dass das Kraftwerk irgendwo da drüben sein muss. Sie bleiben hier. Du gehst. Okay, und wonach soll ich suchen? Nach einem Kraftwerk. Such nach Türen. Hier ist nichts. Sieht ganz so aus. Öffne sie und leg den Hauptschalter um. Die Türen sind verschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Schon okay. Ich schlag einfach die Scheiben ein. Ich brauche...
brauche was, womit ich sie einschlagen kann. Damit sollte ich reinkommen. Mist! Damit sollte ich reinkommen. Super! Sei vorsichtig, Jess. Was hast du mit dem Haken vor? Ich habe einen Plan. Sehet und staunet. Okay, Dad, du bist dran. Alle zurücktreten. Super! So! Okay, schon mal einer. Damit haben wir... Und damit alles funktioniert, brauchen wir auf der Ladeschiene 3 Wagen in der richtigen Reihenfolge. Sie bleiben hier. Ihre Tochter und ich schaffen die Wagen auf die Schienen. Wir haben noch keinen Strom. Wir können nicht weitermachen, bis er wieder da ist. Was übersehen wir hier? Willkommen im Knochenrüttler! Sieht aus, als hätten wir Strom. Boah, cool! Okay, komm zurück. Was ist das da? Ich weiß nicht, Raubsaurier. Zum Glück sind sie zu weit weg, um zu erkennen, was für welche es sind. Aber kein T-Rex, oder? Definitiv kein T-Rex. So sollte es funktionieren. Die Achterbahn sollte uns am Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Die Achterbahn startet erst, wenn alle 3 Wagen richtig auf der Schiene stehen. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. So, da. Also. Jess, hier drüben. Okay, ich komme. Beweg das Gerüst. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch viel zu schwer. Los, das Gerüst muss von der Schiene runter. Ja klar, das Gerüst bewegt sich kein Stück, es sei denn, sie sind sehr viel stärker, als sie aussehen. Einfach schieben! Ich kann nicht, schieben Sie doch. Was ist denn hiermit? Können wir den gebrauchen? Häng ihn ins Gerüst ein, dann können wir es mit dem Kran von den Schienen heben. Zurück, Jess! Tja,
Und schon wieder hat das Teamwork gut funktioniert. So, da. Das wird zwar ein ganz kurzer Part, aber ich finde, hier könnt ihr gut wirklich wunderschön breaken, die Aufnahme. Und ja, dieses Puzzle lösen wir dann das nächste Mal. Ich verbleibe jetzt einmal, euer Gaming Dragon, mit einem heißen Furio für diesen Part.